Hallo meine Lieben, wir sind heute hier in der Flying Steps Dance Academy. Hier arbeitet Moesha als Tanzlehrerin. Und warum sind wir heute hier? Weil Moesha auch eine Rolle in der Serie Wenn du dich traust übernehmen wird. So, dann gehen wir mal zu ihr hin. Die steht da vorne. Komm mit. Mr. Blitz is the wickedest, tranquilizing the niggas that thinking they lyrical next is the illest and in fact that's the man to come to do with the fat gap, the cats and that's that, let's get into the mix. Bist du fleißig am Trainieren, oder was? Nur am Tanzen. Wollen wir die Hookers noch ein bisschen quatschen? Natürlich, ja. Du bist eigentlich hauptberuflich Tänzerin. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich? Also eigentlich bin ich gar nicht hauptberuflich Tänzerin. Das hat sich parallel entwickelt. Normalerweise bin ich ja, das ist ganz, ganz komisch, Sportlehrerin für Grund- und Oberschule. Aber das Tanzen habe ich schon seit ich klein bin gemacht. Ich habe gesehen, dass du auch viele soziale Projekte unterstützt hast. Genau. Was hast du da alles gemacht? Also da ich halt auch im pädagogischen Bereich ganz viel gemacht habe, beziehungsweise auch als Lehrerin tätig war, habe ich ganz, ganz viel mit schwer erziehbaren Kindern gearbeitet. Das heißt im Bereich Tanztheater. Und Tanzen hilft sozusagen auch jungen Leuten, wenn sie mal auf die schiefe Bahn geraten, den richtigen Weg zu finden? Also nicht, wenn sie auf die schiefe Bahn geraten, sondern ich bin dazu da, dass sie nicht auf die schiefe Bahn geraten. Prävention. Genau, auf jeden Fall. Draußen abhängen oder nichts tun bringt nichts, sondern komm, beschäftige dich mit etwas, hab eine Leidenschaft, es kann auch singen sein, es muss nicht tanzen sein, aber den Jugendlichen eine Perspektive bieten, dass man trotzdem cool sein kann, die Hip-Hop-Kultur leben kann, aber wichtig natürlich dabei ist Spaß und natürlich dieser soziale Aspekt, definitiv. Du hast jetzt eine Rolle in dieser Serie, erzähl mal ein bisschen was darüber. Darfst du schon was verraten? Ein kleines bisschen. Ja, also meine Rolle ist natürlich die coole Schwester von der Haya. Ich bin die coole Tänzerin, die eigentlich kein Blatt vor den Mund nimmt und direkt sagt, was sie denkt, so auch wie im normalen Leben. Deswegen fiel mir diese Rolle überhaupt nicht schwer. Aber gab es vielleicht trotzdem, auch wenn die Rolle dir sehr ähnlich ist, eine Herausforderung, der du dich stellen musstest? Oh ja, Leute, seid gespannt auf meine Heulszene, oh je. Aber es hat total Spaß gemacht, weil ich das noch nie gemacht habe, auf Knopfdruck weinen, weil das passt halt auch nicht in meine Persönlichkeit, zu meiner Persönlichkeit, da ich wirklich sehr, sehr schwer weine. Das ist so ein Sonnenschein. Ja, lachen, das ist... Und hast du denn vorher schon mal viel geschauspielert oder war das deine erste große Erfahrung? Geschauspieler, also ich habe keine Ausbildung im Bereich Schauspiel, aber als Tänzer, du musst, wenn du auf der Bühne stehst, auch wenn du nicht sprichst, musst du den Leuten mit deinem Körper, ich nenne das immer Body Slang, deine Gefühle musst du mit dem Körper darstellen. Also hat dir deine Tanzerfahrung schon viel geholfen bei der Serie jetzt? Definitiv, ja. Sag mal... Ja. Ich bin wirklich völlig untalentiert, aber würdest du mir vielleicht ein paar Moves beibringen? Nee, jetzt nee, auf die Schnelle? Das geht gar nicht. Hey, Leute, war ganz cool. Ich muss jetzt los, ne? Natürlich, ja! dafür ist doch die Flying Steps Dance Academy da. Bevor ich hier jetzt die ganze Zeit nur rumquatsche und euch langweile, dass wir das einfach mal mit der Vanessa hier testen. Wir zeigen ein paar verschiedene Tanzstile. Mhm. Wie ist denn sowas aufgebaut? Und ich denke, es wird ganz cool. Okay, Moesha, dann let's go. Zeig mal, was du drauf hast. Vanessa, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ganz ehrlich, die Klamotten gehen gar nicht. Ich würde sagen, wir seien Vanessa um, like mini Playback Show. Und dann kommt sie in ihrem Hip-Hop-Outfit wieder zurück zu euch. Jo. Bist du bereit, Vanessa? Ich bin für alles für die Umwandlung? Okay, seid gespannt. Mr. Blitz is the wickedest, tranquilizing the niggas that thinking they lyrical next is the illest and in fact detrimental. Coming through with the fat gap, the cat's in that. Oh, bin ich jetzt richtig angezogen, Moesha? Perfekt. Was sagt ihr dazu? Perfekt, oder? Kannst losgehen? So können wir tanzen. Hast du jetzt dieses Gefühl, dieses... Ich hab den Spirit. Ich spür's in mir. Dieses Ding clean, Oberkörper tief, 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 tief. Jetzt machst du dich ganz groß, klar. Groß, Ellenbogen, Schulter. Jetzt muss der Strom auch noch hier durchfließen, damit wir drüben ankommen. Atmest du ganz kurz rein. Schulter hoch, Ellbogen, Hand, Finger. Und das Ganze Finger. Ganz schnell. 5, 6, 7, go! Boom. Thank you.
Mr. Blitz is the wickedest, tranquilizing the niggas that thinking they lyrical next. It's the illness and in fact detrimental. Coming through with